Ja, Hallihallöchen, guten Abend, liebes Piratorama-Publikum. Heute mal oder jetzt mal wieder mit mir, den Emmy ein bisschen entlasten. Und zu Gast habe ich den Jan-Ulrich Franz. Ja, hallo. Hallihallo, guten Abend, hier auch mit deinen Plakaten. Du bist Direktkandidat im Wedding, im Richtig. Bezirk, Wahlkreis Wahlkreis Mitte-Fränkisch. 5. Erzähl mal einfach ein bisschen was über dich vielleicht. Ja, also die Berliner Piraten werden mich ganz gut kennen. Mein Name ist Jan-Ulrich Franz, ich bin 63 geboren, lebe in meinem Wahlbezirk und dem angrenzenden Wahlbezirk schon seit ungefähr 25 Jahren. Ich bin Mitglied in der Piratenpartei seit August 2009, glaube ich. Mitglied der Crew Guybrush Threepwood. Bist du ein Zocker? Zocker? Nee, Weil. ich finde den Namen auch total bescheuert, aber die anderen finden Ja, den total geil. sind Und Zocker. deswegen ist der so und bleibt der so. Und ich breche mir immer einen ab und Guybrush. jetzt hat es ja einigermaßen geklappt. Ja, ich bin da in Tempelhof Schöneberg in der Crew Navigator und verbringe einen Teil meiner Zeit in Tempelhof Schöneberg, wo mein piratisches Zentrum ist in der Crew, wo ich auch Gebietsvertreter der Piraten bin für den Bezirk und habe mich zur Direktkandidatur bereit erklärt, weil niemand für meinen Wahlkreis gewählt wurde in dem Bezirk, beziehungsweise keiner den wollte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und auf der zweiten Gebietsversammlung gab es nochmal die Chance, sich zu bewerben. Und das hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten, wenn in dem Bezirk, in dem ich als Pirat lebe, wenn Keiner. da keiner kandidiert hätte. Und ja. Und jetzt bist du seit den letzten Wochen, Monaten schon mit dem Wahlkampf auch beschäftigt und. Ja, ich hatte eine kleine gesundheitliche Pause irgendwie, da konnte ich nicht so reinhauen und bin jetzt, denke ich, gut engagiert im Wahlkampf. Und Gerade, was wir gesehen hatten mit dem Floß, da warst du gestern. das ist eine Aktion in Tempelhof Schöneberg gewesen, die Floßaktion. Ich weiß nicht, das haben jetzt alle Leute gesehen, ne, bevor Ich glaube, das wir lief so. online waren und das war eine Aktion, mit der wollten wir darauf aufmerksam machen, dass die Bürgerrechte im privaten und privatisierten Raum eben eingeschränkt sind, beziehungsweise teilweise ganz abgeschafft. Also wir haben als Piraten halt schon lange die Idee gehabt, mit dem Floß da anzulegen und eine Wahlkampfaktion zu machen. Und das ist uns immer untersagt worden. Es gab immer Schwierigkeiten mit dem Sicherheitsdienst und Heißt es, ihr habt das angemeldet, ihr wolltet mit einem Floß da anlegen, also mit der Schiffahrtsbehörde, setzt also man sich da wir auseinander, haben oder? das probiert, auf legalem Wege zu Ja. machen und das ging nicht, weil der gesamte Grund privatisiert ist und wir waren einfach der Meinung, das geht so nicht. Ganz, Rechtlich ganz. darf man auch eigentlich ohne alles, wenn du ein Boot hast, ins Wasser und paddeln, oder? Da gibt es keine. Das ist alles im Moment ein bisschen schwierig und eventuell werden wir die Möglichkeit haben, da auch juristisch noch ein bisschen was zu prüfen, weil diese Flussaktion endete gestern mit drei Anzeigen wegen Hausfriedensbruch an den Mimai Mix, Michael Ickes, an mich und noch einen DAPA-Journalisten, der da Bilder gemacht hat und Interessant. das gibt uns eventuell als Piraten die Möglichkeit, nochmal auf diesen Umstand genauer aufmerksam zu machen und auch juristisch zu prüfen, kann das sein, dass wir Bürger nicht an unser Wasser kommen, da am Hafen? Ja, und das war eine ganz geile Aktion. Also Michael Ickes, vielen, vielen Dank für deinen super Einsatz. Du warst absolut klasse am Megafon und ja. Hat Spaß gemacht und war sehr, Hat sehr sich gelohnt, aufregend. trotz der Anzeige wegen Das Hausfriedensbruch. werden wir alles sehen irgendwie, aber ich mache mir Ja, da wegen keine sowas großen sollte man sich halt auch Sorgen, nicht weil einschränken. ich weiß auch nicht, ob das sehr geschickt ist, einen Fotojournalisten von einer großen Presseagentur Deshalb mit einer Anzeige zu belegen. Also mich wird sicher würde das kontraproduktiv. motivieren, wenn ich in der Presseagentur arbeiten würde und davon erfahren würde, dann auch extra zu berichten und zu schauen, ja. Ja.
War aber heute noch nicht zu sehen. Oder hast du jetzt gesehen? Ich hatte heute leider überhaupt gar keine Zeit. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mich in Ruhe auf das Interview vorzubereiten und irgendwie denn hier gut präpariert anzukommen. Aber das Leben spielt manchmal ganz anders und so ist es heute. So ist es. Ja. Okay. Schöneberg, bist du auch, meintest du? Ja, also ich bin in der Crew Guybrush Threepwood. Navigator, was Navigator, bedeutet das? Der Navigator ist, also in Berlin arbeiten wir viel mit dem Crew-Konzept. Die Crews sind einfach Treffpunkte für Piraten und interessierte Leute aus der Gegend. Und so die Crew-Idee ist, dass da sich so viele Leute treffen, wie um einen Tisch passen, dass man gut miteinander diskutieren kann, ohne eine Rednerliste zwangsläufig zu benötigen. Und das ist keine feste Parteistruktur, die in die Organisationsstruktur der Partei eingebunden ist. Das sind einfach lockere, informelle Treffen. Aber die engagierten Leute sind ja auch in verschiedenen Funktionen in der Piratenpartei aktiv. Und das ist eine Form von Think Tank, so kann man sich das vorstellen, wo ihr einfach diskutiert, was muss in die Partei reingetragen werden oder... Ja, so. Also es passt auch das deutsche Wort Stammtisch. Okay, ja, so. Ich hatte vorhin... Was einigermaßen. Ich hoffe, ihr haut mich jetzt nicht dafür. Okay. Ja, und der Navigator, der ist mehr für die Kommunikation innerhalb der Crew zuständig und es gibt noch einen Kapitän, der ist so ein bisschen mehr für die Repräsentation nach außen zuständig. Aber bei uns in der Crew ist es so, dass, was mir unheimlich gut gefällt an dieser Crew, dass eigentlich jeder Aufgabe übernimmt und wir uns einfach absprechen, wer was macht. Aber es hat schon auch Sinn, ein bisschen die Verantwortlichkeiten festzulegen, für den Fall, dass es mal knirscht oder nicht klappt oder so, dann fühlt sich vielleicht einer doch ein bisschen spezieller berufen, mal da was zu machen. Aber wir hatten, wo trefft ihr euch denn mal? Kann man das sagen? Dass da ja, wir treffen uns im schwul-lesbischen Kulturverein AHA. Mhm. Das ist immer donnerstags um 19.30 Uhr. Und das ist ein sehr, sehr freundlicher, sehr, sehr netter Treffpunkt, der an diesem Abend auch extra für uns geöffnet ist. Und also man muss nicht schwul oder lesbisch sein, noch nicht mal queer, um sich an dem Ort wohlzufühlen. Also da braucht jetzt niemand eigentlich von außen so Bedenken haben oder Hemmschwellen sogar überwinden. Und alle herzlich willkommen, sich mit alle herzlich willkommen, ein bisschen und Politik zu machen. Ich würde unsere Crew auch so einschätzen, dass wir besonders offen sind für Neuankömmlinge. Wir haben uns lange darüber unterhalten, wie kann man den Einstieg für neue Leute einfach machen, weil wir das auch als Aufgabe sehen, dass die Crew der erste Anlaufpunkt eben ist für Neueinsteiger und Leute, die sich einfach interessieren. Und neben der obligatorischen Vorstellungsrunde machen wir eben so Sachen, dass wir wenn es zu sehr abdriftet oder so, einfach einen kurzen Break machen, irgendwie die Leute wieder mit einbeziehen, fragen, habt ihr alles kapiert, wisst ihr, worum es geht? Oder auch einfach mal unseren Ablaufplan einfach nicht abarbeiten und uns auf interessante Sachen einlassen, die da jemand anders Neues mit einbringt. Das ist dann manchmal ein bisschen ineffektiv, weil es kommen eben auch manchmal Leute, die wollen irgendwie ihr Zeug einfach loswerden und man kommt dann zu nichts. Aber es ist einfach wichtig, finde ich, für die Crewarbeit, dass die Leute sich da gleich aufgenommen fühlen. Und von daher haben wir eigentlich immer ganz guten Zulauf auch. Super. Ja. Was sind so für dich die Hauptanliegen dann in der Politik, wenn du Stimmen kassierst? Und also was liegt dir am Herzen, was möchtest du verändern in der Stadt? Naja, also erstmal als Direktkandidat in meinem Bezirk, in dem ich wohne, nutze ich im Moment einfach die Gelegenheit, Leute kennenzulernen, zu vernetzen und in Gespräch zu kommen und rauszubekommen, was nervt die Leute, was sind deren Wünsche, was ist deren
Anliegen und ich bin im Moment jetzt gar nicht so derjenige, der mit Thesen nach vorne der jetzt so. Ganz stark mit Themen kommt und versucht, die Leute zu interessieren. Also der Bezirk, in dem ich wohne, war eigentlich immer ein Bezirk, der nie in Gefahr stand, irgendwann mal hip, schick, trendy oder teuer zu werden. Hat sich geändert mittlerweile? Hat sich absolut geändert und das war auch der Grund, weshalb ich dahin wollte. Also ich mag eigentlich das Bodennahe und das Einfache gerne und das ist jetzt das, was die Leute da bewegt in einigen Bereichen, dass es sich verändert. Dass sie Angst haben, dass man da vielleicht auf Dauer weg muss vielleicht, sogar wenn sich das entwickelt wie in anderen Bezirken in der Stadt. Ja. Gentrifizierung, Das Unwort vielleicht des Jahres mittlerweile. Ja, also ich bemühe mich, da auch festzustellen, die Leute haben ganz viel in Gesprächen gesagt, so wie es jetzt ist mit dem Zuzug und den Leuten und was wir so an ein bisschen Szene bekommen haben und kultureller Aufwertung, das ist nett, das ist schön. Aber wir wissen ja, was kommt, wir wissen ja, wie es weitergeht. Ja. Und das wollen wir nicht. Da halt dann auch früh genug Möglichkeiten ausschöpfen, um da entgegen zu stehen. Genau, und jetzt nicht nur die Gentrifizierungskarte zu ziehen und gegen die Bereicherung neuer Elemente zu sein, finde ich ganz, ganz wichtig und sich zu überlegen, wie kriegt man das zusammen, dass die Leute, die da immer waren, einfach da auch weiterhin glücklich und zufrieden sein können und wir aber trotzdem den geilen Input von anderen Leuten auch bekommen, die ja unter Umständen selbst von woanders verdrängt wurden und da hinkommen. Ja, und möglicherweise eben wirklich das Level finden, wo alle gemeinsam davon profitieren, dass sich da was bewegt und der Bezirk hip wird. Ja. Aber da muss man halt wirklich dieses Level finden, dass es nicht umkippt in das Übertriebene. Und mein Angebot an die Leute im Kiez ist eben, ich will einer sein, der sich für die Leute interessiert. Mich können die jederzeit anquatschen, weil ich bin da, ich latsch da lang, die treffen mich auf der Straße. Ich zeige denen immer, wo ich wohne, da, wo die Anti-Atom-Fahne aus dem Fenster weht. Die sollen wissen, dass auch wenn ich total verkacke bei der Wahl und ganz wenig Stimmen kriege, dass ich die auch danach ernst nehme und danach einfach und weiter ansprechbar bin. Und ich glaube, ich bin auch der Einzige aus meinem Wahlbezirk von den Parteien, der da lebt. Ich glaube es zu wissen. Und das schätzen die Leute auch. Also das finden die gut. Und viele haben vorher noch nie einen Direktkandidaten auf der Straße erlebt. Und ich kriege da Geschenke. Ich werde von den Leuten gefeiert im Moment. Also super. Ich war gestern unterwegs, Kleben, und da haben sich mir Leute angeschlossen irgendwie. Die haben geholfen, mitgemacht, haben mir interessante Dinge erzählt und ja, für mich ist das eine absolute Bereicherung. Lohn, ja. Und ich habe da einen riesen Gewinn dran an dieser Direktkandidatur und will halt einfach den Kiez ein bisschen für die Piraten aufmischen. Ich glaube, selbst wenn wir die Wahlen noch 1-2 Wochen vielleicht verschieben würden, wäre es schwer, den Wahlbezirk als Pirat direkt zu gewinnen. Aber ich glaube, da landen viele, viele Stimmen bei den Piraten, hoffe ich. Toi, toi, toi. Ja. Drück euch die Daumen. Ich bin ja noch kein Pirat, kannst du nur, ich bin der Unparteiische hier. Ja, du, aber wie du siehst oder wie du tust, wie du machst bei den Piraten, kann man ja immer mitmachen. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja. Was liegt dir sonst am Herzen vielleicht, was man den Leuten vor den der Laptop pfeift ins Mikro. Wir gehen mal auf den Zettel, den jetzt niemand sieht. Ich leg's mal runter, weil ich gucke so selten rein. Das wusste ich nicht. Verzeihung. Pfeift. Der ist aber auch laut wieder. Ja. Ja, was liegt mir am Herzen? Die Elemente direkter Demokratie und einfach, dass wir den Leuten wieder klar machen, dass viele, viele Menschen Lust eigentlich an Gestaltung haben, an politischer Gestaltung.
Wir haben ja in Berlin das Bürgerbegehren "Gebt uns Berlinern unser Wasser zurück" gehabt. Ja, ganz wichtiges und Anliegen, ja. Das hat gezeigt, die Leute sind nicht politikmüde. Die haben Lust, sich zu engagieren. Die sind parteienmüde. Die sind parteimüde. Politikermüde. Politikermüde. Und die Parteien haben das Beste probiert, die Leute uninteressiert zu machen und nicht zu beteiligen. Und dieses Vertrauen würde ich ganz gerne ein Stück wieder zurückgewinnen und die Leute überhaupt dazu kriegen, sich wieder mit einzubringen. Es muss nicht in der Partei sein. Jeder, der irgendwie, also letzte Tage war so eine Initiative, die haben auf der Schulstraße vor meinem Haus den Mittelstreifen begrünt, einfach irgendwie, weil die ihren Kiez aufwerten, verschönern wollten. Ich finde, das ist alles politisch und das greift super gut ineinander. Für mich sehe ich nur die Chance, dass man in einer politischen Partei wirklich mit einer gewissen Struktur längerfristig einfach an Themen arbeiten kann und sich so eine Vision geben kann. Ich sehe die Bürgerinitiativen und das gesellschaftliche Engagement ganz stark darin, Themen schnell aufzugreifen, sofort aktiv zu werden, andere darauf aufmerksam zu machen und Missstände zu benennen. Und dann spätestens, wenn man das dann nicht gecheckt hat selber als Mensch, der Politik macht oder so, dann sollte das so auch ineinander greifen. Also auf jeden Fall sind die Piraten eine Partei, die der Meinung sind, der Bürger hat was zu tun auch. Also er kann nicht nur sein Kreuzchen abgeben und dann der Meinung sein, ihr deichselt das schon, sondern ihr müsst halt auch zu den Politikern dann wieder gehen, sagen, so und so sieht es bei mir aus, das passt nicht, was kann man tun, das sind meine Ideen vielleicht. Und einen Dialog starten sozusagen mit den Bürgern. Ich finde auch manchmal, also für mich geht es sogar eigentlich ein bisschen weiter als vielleicht für manche Piraten, die gerne auch sagen, so wenig Staat wie möglich ist gut oder so wenig Reglementierung wie möglich und so ist gut. Ich habe ein bisschen ein anderes Bild. Ich möchte eigentlich gerne, dass der Staat so gesehen wird, eigentlich als Gebilde, das wir alle organisieren. Und je mehr organisatorische Elemente von diesem Überbau direkt an die Bürger übergeht, desto mehr können wir uns damit identifizieren. Wir können uns nicht mit einer Staatskonstruktion identifizieren, die wir von oben herab empfinden und erleben und haben deswegen ganz viel Ablehnung gegen diesen Begriff Staat. Und ich hätte eigentlich ganz gerne eine positive Vision der Leute oder das Vorstellung, dass man tatsächlich zu so einer Identifikation einfach mit diesem Organisationsschema bekommt irgendwie, weil dieses Wort ist schon straight, ne? Und das ist, allein dieses Wort tut uns weh und macht uns Angst der Staat. Und das erleben wir als feindlich und als Widerstand. Zumindest nicht als Teil von uns so in und der Form. Genau, und wenn wir Politik gestalten wollen, dann müssen wir den Leuten eigentlich das Gefühl geben, das ist hier eure Organisationsform, an der wir euch so viele Möglichkeiten geben, wie wir irgendwie können, zu gestalten. Ja. Es klingt gut. Es klingt gut, aber hat der Torwart gesagt? Der Gerhard Anger, wer keine Visionen hat, dem kann auch kein Arzt mehr helfen. Ist das richtig so oder so ähnlich? Ja, ist ein schönes Bild. Klar, man muss jedenfalls Vorstellungen haben, wo man hin möchte, sonst kommt man da eh nicht an. Und sonst weiß man halt nicht, wo man ankommt. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht alles so plakativ und billig rüber eigentlich irgendwie, aber das könnt ihr ja im Chat auch entscheiden. Was steht denn da im Chat? Ich guck mal, da oben links ein vergessenes Fragezeichen, aber sonst sehe ich hier gerade nichts. Wir können ja mal fragen, ob direkt Fragen an dich kommen, großes Interesse. Hier gibt es Fragen, kommt gerade auch von Piratorama im Chat. Ihr seid gefragt. Ich bin ja eh schon so gut wie überzeugt worden, aber bleibt mir ja keine andere Wahl mitten an Bord. Dachte ich auch schon wieder, wenn ihr hier so euren Captain habt und so, ich sehe mich immer als Schiffsmart. Pass ins Fass rein, also durfte ich mit.
Wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. So steht's da, was? Nee, genau anders. Naja gut, ich meine, ich kann auch noch ein bisschen so von mir erzählen. Ich habe ja auch ein paar Links geschickt irgendwie vor der Sendung, falls ihr euch dafür interessiert habt, was ich so an inhaltlicher Arbeit gemacht habe. Ich bin halt selber Pädagoge von Beruf Erzieher, arbeite in einem bilingualen Kindergarten, den ich mitbegründet habe. Welche Sprache? Das ist Spanisch und Deutsch. Und ja, von daher interessieren mich Themen rund um den Bildungsbereich ganz stark und ich empfinde mich als kompetent, was so den zweisprachigen Bereich angeht. Und als Pädagoge war mir eben auch immer ganz wichtig, Kindern möglichst viel Werkzeuge mit an die Hand zu geben, dass sie ihren Willen, ihren eigenen Willen und ihr Bedürfnis, ihre Freiheit zu artikulieren, dass sie das so früh wie möglich lernen, irgendwie, dass sie selber stark werden und auch sich lernen, gegen Erwachsene durchzusetzen. Und das war immer das, was mir wichtig war, was ich zum Glück selber auch als Kind erlebt habe bei meinem Vater, dem es immer wichtig war, dass seine Kinder freie Menschen sind. Und mit diesem Bild, mit diesem Gedanken bin ich groß geworden und das hat mich irgendwie geprägt, dass du es auch weiter, genau, weitertragen möchtest, dass die Leute eben selbst Entscheidungen treffen und nicht alles mitnehmen, was ihnen nur eingetrichtert wird, so in der Richtung. Ja. Hast du denn Fragen da jetzt? Sind da Fragen gekommen? Jetzt habe ich gerade deine E-Mail gecheckt, was hier eben steht über das Berliner Liquid. Ich weiß nicht, ich kann ja mal sagen, Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Ja, 89%, selbstverständlich. Ja, das ist allerdings ein Antrag, an dem ich mitgearbeitet habe. Der ist also nicht von mir gemacht, sondern das ist eine Zusammenarbeit mit Fabio Reinhardt, Monika Beels, Eberhard Zastrow und Martin Nase. Und da war schon einiges fertig und ich habe dann da 2-3 Mal über Twitter sowas reingerotzt und mir gedacht, nee, so geht es nicht. Und weil ich nicht so ein geübter Pad-Arbeiter bin, habe ich gesagt, Leute, sollen wir uns nicht einfach mal treffen? Und haben ein ganz konstruktives Treffen gehabt, an der leider die Monika nicht teilnehmen konnte. Fabio war auch nicht dabei, aber mit Maha und SB. Und das war eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre und da haben wir einiges auch noch mal ein bisschen verändert oder umgekrempelt. Aber da ist ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet worden. Da habe ich vielleicht 2 oder 3 interessante Impulse mit eingegeben. Aber es freut mich trotzdem, dass den Berliner Piraten der so gut gefällt und auch im Wahlprogramm ist. So, hier steht gerade was. Wir haben immer mehr Bürger, die weder lesen noch schreiben können. Ja. Bildung. Oder bist singt. Du das? Ja, das ist Sera eine gute Dest. Frage, weil steht da, wer das gefragt hat? Sera Dest. Genau, es würde mich interessieren, ob es jemand gefragt hat, der mich kennt ist oder gefragt nicht. Und ich glaube, es war auch wieder ein Ausruf bloß. Ach so. Eine Tatsache. Schreib mal dazu, ob du mich kennst oder nicht, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das kommt. Und ich selber habe mit einer Kollegin ein Beratungsprogramm entwickelt für Analphabeten oder Leute mit ganz starken Lese- und Schreibschwächen und auch Bildungsdefiziten in Neukölln. Das ist im Rahmen des Vereins Lesen und Schreiben, der eine ganz, ganz tolle Alphabetisierungsarbeit leistet und sich politisch ganz, ganz schlecht unterstützt fühlt. Einmal im Jahr kommt der Bezirksbürgermeister Buschkowski vorbei, aber der Verein krebst seit Jahren ganz, ganz stark herum und leistet wirklich eine aufopferungsvolle, tolle Alphabetisierungsarbeit. Und ich habe mich entschlossen, da eben ehrenamtlich ein Projekt anzubieten, das ein Beratungs- und auch ein bisschen Betreuungsprojekt ist für Eltern, die selber nicht lesen und schreiben können, aber eben auch ihre Kinder irgendwie ein bisschen durch die Schulkarriere manövrieren können.
Und da besteht eben auch die Gefahr, dass die die gleichen Vermeidungsstrategien begehen wie bei ihrer eigenen Nichtbildungskarriere. Und da möchte ich ganz gerne ein bisschen helfend eingreifen. Und ja, also diesen Verein. Bundesweit fragt er gerade, ob es da irgendwas gibt, was die Piraten irgendwie planen oder machen. Also das ist jetzt so ein bisschen ein wunder Punkt und ich bin trotzdem ganz, ganz dankbar, dass der angesprochen wird, weil ich würde eigentlich gerne die Kompetenz des Vereins da mal in Anspruch nehmen und mit denen zusammen wirklich was ganz, ganz Grundsätzliches auch schreiben, was sicherlich gut zu unserem Parteiprogramm passen würde. Aber irgendwie zeigen die mir auch einen Vogel, weil die sagen alle, wir brauchen keine schönen Worte, wir machen eine super Arbeit, wir brauchen einfach Kohle, damit wir nicht krepieren irgendwie. Und sind da von der Politik desillusioniert und es bringt denen von daher begrenzt was, wenn wir eine tolle inhaltliche Arbeit da leisten, aber nicht vielleicht auch mal mit ein bisschen Kohle rüberspringen oder irgendwas organisieren, was denen wirklich hilft. Okay. Spendenaufruf, sagt sie gerade. Spendenaufruf, genau. Ich kann jetzt leider keine Spendennummer nennen, aber der Verein Lesen und Schreiben in Neukölln ist es am Herrnhuter Weg. Geht da mal auf die Seite. Die haben auch ein ganz tolles Gartenprojekt, das die anbieten. Und ja, ich bin da begeistert. Also man kann da auch ehrenamtlich mitarbeiten. Ja, ihr könnt auch gerne mich ansprechen oder euch da direkt hinwenden. Hoffe, dass ich das darf und dass das okay ist in dem Rahmen. Hier kam eine Frage, die ich nicht ganz verstehe. Möchtest du mehr Personal für das Ordnungsamt Mitte? Ist das für dich? Ob ich was bitte? Ob du mehr Personal für das Ordnungsamt Mitte möchtest. Aber ich weiß nicht, ob das an dich gerichtet ist. Ich schätze schon. Das fragt der Kauderwelsch. Sierra Dest meinte nebenbei, erkenne dich nicht. So rum. Ah ja, okay, danke. Dann danke ich dir umso mehr für die Frage. Toll, ihr habt den Lesen und den Verein Lesen und Schreiben eingeblendet. Dankeschön. Ist ja immer schwierig mit Wissensfragen irgendwie bei den Piraten. Der arme RKA hat ja mächtig auf den Deckel gekriegt. Ich sage jetzt trotzdem mal, ich weiß nicht, ob wir mehr Ordnungsamt brauchen im Wedding oder nicht. Was ich schön fände, wenn die Leute einfach auch mehr Lust auf Wertschätzung da hätten und man mit denen zusammen mehr Initiativen für den Kiez macht, dass es vielleicht auch ein bisschen weniger nötig ist, mit Ordnungsmaßnahmen zu arbeiten. Also vielleicht ist es naiv, aber vielleicht geht ja auch ein bisschen was mit guter Stimmung und Projekten anleiern. Also da ist auch, glaube ich, von den Leuten einiges im Gang. Kauderwelsch sagt, dass Rot-Rot das eben verhinderte bisher und dass eigentlich genug Geld da sei von der Einnahmeseite. Whatever. Ja, dann kannst du mich gerne beraten oder auch gerne mal zum Crew-Treffen kommen. Ich habe auch kein Vollprogramm für den Bezirk und höre aber gerne zu und lerne von anderen Leuten. Grün. Wenig für unseren großen Bezirk. Anahmende Ordnungswidrigkeiten, Römerstreifen verorten nach den Rechten. Na, whatever. Ich verstehe es gerade leider nicht, was ich sagen möchte. Nehmen wir die nächste Frage oder plaudern so weiter? Wir stellen mal einfach noch, stellt eure Fragen weiterhin. Was wäre denn sonst noch von Interesse? Bist du Berliner? Weil du meinst, du bist seit 25 Jahren auch schon im Wedding? Ja, jein. Ich bin hier erst mit 1 hergezogen nach Berlin. Das zählt da nicht wirklich. Also das zählt nicht richtig. Mein Vater ist in Berlin geboren, meine Großeltern sind in Berlin geboren. Ja, gut, aber ich bin selber im schönen Lübeck geboren und von daher bin ich nur wahrlich kein echter Berliner. Also fast. Ganz knapp dran vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Meine Eltern sind keine Berliner, ich bin hier geboren. Am Sonntag geht's rund, du bist sicher auch auf der Wahlparty dann. Klar. Ja, spätestens da sehen wir uns wieder. Schön. Ja,
Alle Wähler sind sicher nicht eingeladen oder dürfen die auch alle reinkommen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, da kann hin, wer will. Ja? Also ich sage immer einen Bescheid, die mir nicht vorkommen. Also, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich kenne den Veranstaltungsort nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der nicht, groß dass genug Milliarden an Menschen auf einmal tanzen, die mit euch fanfeiern. Ich glaube, rechtzeitiges Erscheinen ist gut. Okay. Jo. Na denn, ich gucke noch mal ganz kurz, ob wir eine Frage haben. Sehr schön. Moment, die Grünen propagieren was. Das wurde von Sederest noch gesagt. Das Kauderwelsch meinte. Ja, nö, ich denke, wir sollen weitermachen, aber wir sind, glaube ich, am Ende. Gut, ja. Dann? Der Abend ist ja jetzt auch schon am fortgeschrittenen Zeitpunkt angekommen. Ja, ich werde langsam wieder wach eigentlich eher. Ich versuche es mit dem Kaffee. Ich dachte, das wird total kacke mit dem Interview alles. Aber es lief, hoffe ich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch. Ja. Und dann einfach bis spätestens. Basht Sonntag. Mich auf Twitter. Ich nicht, ich bin nicht auf Twitter.